Diese Woche machen mir die Kommunalwahlen schon deutlich weniger Arbeit. Die letzten 2 Wochen war es mehr. Da musste ich mich auch auf die entsprechenden Sendungen und auch auf die sonstigen Medienanfragen vorbereiten. Jetzt geht es natürlich noch ein bisschen um die Nachbereitung der Wahl. Da kommt die eine oder andere Medienfrage. Da muss man was einordnen. Zum Beispiel war jetzt heute die Frage, woran es denn liegt, dass die Grünen zwar in den Stadträten und in den Kreistagen recht oder sehr erfolgreich sogar waren, aber dass die eben diese exekutiven Positionen im Grunde ja überhaupt keinen Erfolg hatten. Also nicht bei den Landräten und auch nicht bei den Oberbürgermeistern. Das führe ich schon auf die Corona-Krise zurück. In der Politikwissenschaft sagt man, Krisen sind die Zeiten der Exekutive und es sind auch die Zeiten, wo man sich im Grunde dem Bewährten, dem Vertrauten zuwendet. Dann hat mich Ingolstadt das Wahlergebnis überrascht. Ingolstadt ist eigentlich immer in den letzten Jahren CSU-Oberbürgermeister hatte, dass man sich jetzt dafür einen SPD-Oberbürgermeister entschieden hat und sehr sicherlich so mit am überraschendsten erwartendes das Wahlergebnis für Nürnberg, dass da die CSU nach vielen Jahren dann jetzt den Oberbürgermeister stellen kann.